Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 9 von Simutrans mit dem Comic-Pack. Ja, Palenberg haben wir letztes Mal noch eine Kutsche drauf gemacht. Die müsste irgendwo hier unten gerade rumfahren. Okay, da sind noch zwei, aber eine muss in der anderen Richtung kommen. Da ist sie, die haben wir frisch draufgesetzt. Die fährt da hin und her. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie wir hier stehen. Da drin stehen drei Passagiere. Naja, jetzt kommt die Kutsche, dann passt das auch. Dann können wir das so lassen. Ich glaube, Tante Mimi hatte geschrieben, das war irgendwo vielleicht noch eine Sehenswürdigkeit bei, wie hieß die Stadt jetzt, wo das war? Lupe nicht da, Karte, das war hier, glaube ich, ne? Das war hier noch die Sehenswürdigkeit irgendwo in der Nähe bei Roßlau war das, glaube ich, oder? Mit anschließend bin ich, da ist er, glaube ich, die meinte sie wahrscheinlich, dass wir die vielleicht mit draufnehmen. Klar, Sehenswürdigkeiten bringen Passagiere, brauchen wir nicht drüber reden, machen wir gleich nach dem Intro weiter, ne? Bis gleich. Ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, Tante Mimi meinte gar nicht, die Dingens meinte wahrscheinlich hier den Tafelstein, das Rudengrab, Rudengrab sage ich schon, Felsengrab. Das meinte sie bestimmt. Ich habe, glaube ich, hier die Kirche gemacht, aber okay, die könnte man auch noch dazu nehmen. Aber ich glaube, sie meinte das, weil das auch nicht ganz so weit weg ist. Da können wir auf jeden Fall was hinmachen. Jetzt müsste man nur gucken, wie der beste Plan dafür ist, dass das klappt. Ne? Dann Straße. Ach so, der Michael Friedrich hatte mir auch noch mal geschrieben hier, dass das in dem Comic-Pack halt nur zwei Felder sind und nicht drei wie beim anderen Pack, Jump-Pack. Das ist dann halt so. Dann müssen wir mal gucken jetzt hier. 1, 2. Das heißt, hier müsste eine Haltestelle hin. 1, 2. Ja, würde nicht drin sein. Das wäre also verkehrt. Würde ich jetzt mal sagen, machen wir das doch mal so 1, 2, 1, 2, Haltestelle, 1, 2, 1, 2, Haltestelle. Da müssen wir hin. Okay, das bedeutet, das wäre erstmal so und da müssen wir... wo ist Erde bewegen? Ne, da, doch da. Dort das machen, dass das gerade ist. Gut, dann kann das wieder weg. Wir nehmen wieder die Straße. Ich glaube, das können wir so machen. Und nehmen dann eine Bushaltestelle mit dem Postkasten. Bushaltestelle mit Briefkasten, da ist sie. Und das muss ja dann da sein. Während das dort ist und das dort ist, dann passt das. So, dann haben wir den Stein da auch dran, beziehungsweise das Hünengrab. Hünengrab war das richtige Wort. So, und dann machen wir da jetzt einen Stadtbus raus. Ich denke mal, ja, ne? Oder fahren wir da näher hin? Nee, ich glaube, da warten schon genug. Ich denke, da können wir noch eine neue Linie zaubern. Wie heißt denn die Linie hier? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Komm mal ein bisschen näher hier. Ist das Stadtbus? Ja, Stadtbus Roßlau. Okay, ja, dauert natürlich ewig, bis der da oben ist wahrscheinlich, ne? Aber ist halt so. Dann nehmen wir hier einen LKW, doppelt gespannt, und die Kutsche. Und machen dann einen Fahrplan, eigener Fahrplan, nein, Fahrplanlinie. Und das ist dann Stadtbus Roßlau, war das, ne? Roßlau, ja, Roßlau. Roßlau Süd. Und kriegt dann den und den. Und lassen wir so und schalt nix, das ist passend. Sag mal, ist das jetzt richtig, was wir gemacht haben? Stadtwort Roßlau Süd. Roßlau Süd gibt's nicht, hat er hier wieder nicht geschafft. Ah, das ist jetzt doof gelaufen. Was haben wir da gemacht? Gar nichts.
Fahrplan? Nee, Fahrplan steht. Dann hat er nur den Namen nicht übernommen. Stadtbus Roßlau Süd. Schuss. Da steht's und dann passt's. Nee, das ist jetzt verkehrt. Linie zu. Und hier müssen wir. Roßlau Süd ist da jetzt. Und dann können wir starten. So, das dauert natürlich eine Weile, bis da einer hinkommt, aber das ist dann so. Ja, Zug ist gerade hier. Wartet auf Beladung. 12 sind drin von 148. Ich weiß jetzt nicht, wie war der Fahrplan. Zeitlich gesetzt. Ne, Mindestbeladung 10%. Also noch vier Leute, zwei Leute, drei Leute rein, dann fährt sie. Und die sind jetzt nicht in der Kutsche. Okay. Ah, alle für Lübeck, okay. Ja, Lübeck ist hier oben, ne? Da ist Lübeck. Vielleicht sollten wir doch mal hier an den Kirchen vorbei, da hoch und dann dahin. Oder? Wäre möglich. War jetzt vielleicht erstmal noch ein bisschen zu viel. Ich glaube, wir sollten auch mal gerade noch mal durchchecken, wie es mit den Häuschen so ist. Haben wir hier. Haben wir abgedeckt. Da ist schon eine Straße gebaut. Hier war Hamburg, ne, oder? Ja, Hamburg ist auch noch abgedeckt. Aber wir könnten das mal über die Karte machen, glaube ich. Öhr ist hier unten. Ist abgedeckt. Ja, dann war hier der Wegpunkt für Weiterstadt. Das passt aber noch. Neffen oder so ähnlich. Neffen war da. Das hatten wir ja gerade. Da ist eine Kutsche unterwegs. Wo war denn hier Jena oder sowas, ne? Nee, war es auch nicht. Ach, das war die ganz weite Linie, die dann da hier lang geht und dann nach 9a oder so rauskommt, ne? Ach, Hamburg, Naumburg erst. Haben wir aber auch schon. Hier war Bad Zwischenahn. Ist aber auch abgedeckt. Hier waren wir schon, ja. Hier ist bis Lübeck nix. Und hier oben haben wir Attendorn noch. Attendorn ist aber auch abgedeckt. Ja, dann passt das ja erstmal alles. Hier hatten wir Palenberg, das passt. Und das andere Städtchen war hier Stadthagen. Okay. Ich glaube, dann passt das aber alles so, ne? Okay, das ist erstmal alles gut. Jetzt muss man schon tatsächlich vielleicht mal nach Haltestellen gucken, ne? Linienverwaltung ist falsch, sondern Listenverwaltung ist richtig. Haltestellen und dann müssen wir nach Warten schauen. Und das Ganze umgekehrt. Und hier in Mettmann warten ganz viele Leute. Mettmann Rathaus. Zug ist gerade angekommen, okay. Über Roßlau NST-Straße, ne, Ernesti-Straße. Und Jena Rathaus, das passt auch alles soweit. Wie viel stehen denn hier? 21 über Mettmann-Erkönigweg, die wollen alle zum Bahnhof. Ich glaube, hier ist tatsächlich eine Kutsche zu wenig jetzt, oder? Jetzt werden hier gerade neue Leute abgeliefert. Also, nee, das war schon der Stadtbus Mettmann. Und Jena wird ja auch mit dem Zug angefahren schon. Zittau über Mettmann über Weiterstadt. Achte da, 26 nach da unten. Gibt's denn hier bei Zittau eine Kutsche? Ja, aber... Oh doch, da gibt's reichlich Kutschen sogar. Da sind ja noch ein paar. Umgekehrt gibt es bei Jena auch noch 12 Leute. Zwei Kutschen sind voll. Vier Kutschen sind voll, wenn die alle fahren. Okay. Ja, können wir also lassen. Aber hier bewegt sich was. Dann würde ich sagen,
Kann hier auf jeden Fall was passieren, oder? Weil da waren unten ja auch welche, die nach Weiterstadt wollten. Ah, ne, die fahren auch mit dem Zug dann nach Weiterstadt. Hier fahren tatsächlich nur Leute aus der Stadt dahin, weil alle anderen Richtungen werden ja mit dem Zug bedient. Das heißt, es ist nur wirklich der Verkehr. Die Passagiere sind wirklich aus Mettmann nur dann, ne? Weil nach oben fahren wir mit dem Zug. Hier ist ja. Doch, da ist noch eine Kutsche. Achso, das ist ja auch eine neue, Roßlau Süd. Okay, ne, das ist also passend. Da haben wir nichts verkehrt gemacht erstmal. So, dann sind dann die 18 Leute, sind dann definitiv die nur zu anderen Städten wollen aus Mettmann. Der fährt und hier sind. Okay. Haben wir ja schon offen hier, wie wir sehen. Die 26 Mettmann-Rathaus werden jetzt mit einer Kutsche abgeholt. Wo ist denn der Zug? Der eine ist ja jetzt weggefahren. Wo ist denn der? Da. Und der zweite, der von oben kommt, von Weiterstadt. Wo ist der? Der wartet noch im Bahnhof auf Beladung wahrscheinlich, ne? Ja. 28 Passagiere warten. Über kommt der, sind null unterwegs drin. Ne? Tut sich noch nichts. Erst wenn die da kommt, passiert vielleicht was. Roßlau über Roßlau. Ne, die. Also zwei über Roßlau Rathaus. Ja, die zwei reichen dann vielleicht, dass der Zug fährt, oder? Wir können ja mal gerade kurz schneller machen. Und diese, ja, also die beiden haben es jetzt gemacht und hier unten ist ja, naja, noch keiner drin. Das ist jetzt welche? Stadtbus Roßlau, die hat leider noch keinen da drin. Und diese hier hat aber voll geladen, ne? Ja. Okay, der Klick war daneben. Da ist noch keiner drin, ne, weil der Zug ja noch nicht gefahren ist. Hier kommt auch noch keiner. So, jetzt müssten da zwei drin sein, ne? Die Kutsche ist jetzt weg. Jetzt haben wir hier die zwei drin. Genau. Und das sollte reichen, dass der Zug fährt, oder? Ach, 9 von 10%. Wir brauchen 15, na super. Okay, dann hat das bis auf einen nicht geklappt. Hier fährt keiner. Und hier ist keiner, oder? Ah, über Roßlau ändert die Straße. Doch, drei Passagiere sind neu generiert worden. Das heißt, jetzt fährt der Zug gleich. Und hier tut sich da was. So, nee, die haben wir keine mitgenommen, aber hier können welche stehen. Nö, tut sie aber nicht. Okay, Zug fährt jetzt, oder? Ja, Zug fährt jetzt. Sehr gut. Das bedeutet, hier werden die Leute gleich abgeholt. 26. Naja, bin ich gespannt. So, Jena Rathaus. Das ist eine Zuggeschichte. Sollte klappen, wenn der Zug dann wiederkommt. Ja, da fahren auch welche nach Hamburg und so, Weiterstadt. Ja, da werden noch ein paar hin und her befördert. Sehr gut. Eislingen. Das ist Zug, Zug, Zug. Alle fahren mit dem Zug hier. Und der Zug müsste ja irgendwann wiederkommen aus Weiterstadt. Der wartet hier wieder auf Beladung. Ah, nee. Aha, knapp einer fehlt da. Aber da kommt schon der nächste und bringt welche mit, dann fährt der Zug leer wieder zurück. Dann passt's da. Jetzt sollte er drehen und fahren, oder? Ne, der fährt woanders hin. Neptfen. Das heißt, hier kommt er jetzt, ne? Okay, dann ist der jetzt, wenn er dann jetzt gleich da ist. Hoffentlich ist da jemand drinne. Ja, ist, das heißt, der Zug fährt auch gleich zurück. Sehen wir, wenn die abgeleert. Ja, genau so ist es, passt. 12 Passagiere reicht. Gut, Zittau. Ach, das Quatsch, da drauf zu klicken, aber hier stehen 28 Leute. Und die alle nach Jena wollen. Oder über Jena. Voll, ja, voll, nein.
Wieso ist der nicht voll? Die ist voll. Was hier mit dieser... Nicht laden. Da haben wir das Problem. Gut, dass wir es gesehen haben. Hier sind auch 6 drin. Da sind auch 6 drin. Passt erstmal. So, er fährt da weg. Ist auch voll geladen, passt. Und hier auch voll geladen, passt. Das ist erstmal okay so, ne? Gut, dann müssen wir nächstes Mal überlegen, wie wir weiter vorgehen. Ob wir zum Beispiel, ja, Zittau ist jetzt da, haben wir ja einige Gäste da, ne? Wie geht's denn dann hier weiter? Okay, hier rum will ich jetzt nicht mit dem Zug fahren. Naumburg und Bad Zwischenahn ist jetzt nicht so angeschlossen. Erstmal läuft's, würde ich sagen. Da müssen wir gucken. Was macht denn diese Felsformation da, das Hünengrab für unsere Passagiere hier aus? Da steht jetzt keiner, das war jetzt noch nicht so wild. Und da fährt auch noch keiner. Mal kurz einmal schneller, ob da was passiert. Steht da jetzt einer? Nö. Es wird auch keiner abgesetzt. Naja, ich glaube, die Kutsche, die fährt nur miese ein. Ich glaube, an dem Hünengrab war das nicht so erfolgreich. Kosten für Entfernung 1 Euro oder Simeoleon oder wie heißen die Dinger? Aber hier steht gar nicht drin, wie viele Passagiere die erzeugen. Doch keine? Steht das hierbei? Ja, Post 9, ich habe was falsch gemacht, wissen wir Bescheid. Ja, ja, dann ist das so. Aber die Haltestelle lassen wir und das Ding jetzt hier, die Kutsche machen wir. Dann war es doch die Kirche hier, wahrscheinlich die orthodoxe Kirche. Das war eine orthodoxe Kirche. Da war das die, die Tante mir wohl angeschlossen haben wollen, habe ich da wohl was falsch gemacht. Ja, da müssen wir dann genau überlegen, mit dem Zug hier vorbeifahren oder doch hier, sag schon, Straße hin und mit dem Kutsche da vorbeifahren. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wie viel sind da drin? 15. Okay, passt.